Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Das hier ist ein ganz praktisches Video, zu dem du immer wieder zurückkehren kannst. Und zwar geht es darum, manchmal einfach mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen, mit seinen unerfüllten Bedürfnissen, mit seinen Problemen und Herausforderungen zu sitzen. Wir sind so geübt darin, uns davon abzulenken. Und unsere Welt ist so gut darauf ausgelegt, uns permanent von unseren negativen Gefühlen, Gedanken, Erinnerungen, Taten, Handlungen abzulenken, dass es eine echte Herausforderung ist, mal damit nur zu sitzen. Und dieses Video soll dich genau in diesem Prozess begleiten. Wir beide werden jetzt gemeinsam einfach mal damit sitzen. Wenn du also demnächst in eine Situation kommst, wo du dich nicht gut fühlst, wo du negative Gedanken hast, wo du merkst, ich würde jetzt eigentlich in eine negative Handlung gehen, komm zu diesem Video zurück und dann lass uns gemeinsam ein paar Minuten damit sitzen. Und dann atme einfach mal tief ein und aus. Du bist hier sicher. Dir wird nichts Schlimmes passieren. Du bist sicher in dir und mit dir. Und ich bin hier, um den Raum für dich zu halten. Deine Gefühle sind sicher. Du bist sicher in dir. Du selbst kannst dir die Sicherheit schenken, die du jetzt gerade so dringend brauchst. Atme. Atme tief ein und aus und sitze mit diesem Diskomfort. Das fühlt sich jetzt gerade vielleicht nicht besonders gut an, aber du wirst gleich die Erfahrung machen, dass es so schlimm, wie wir uns das immer vorstellen, gar nicht ist. Das Gefühl auszuhalten ist gar nicht so schlimm. Die Gedanken mal für ein paar Minuten da sein zu lassen, um zu wissen, was hier oben eigentlich abgeht, ist gar nicht so schlimm. Mit der Langeweile zu sitzen, ist gar nicht so schlimm. Mit dem Selbstvorwurf gerade zu sitzen, ist gerade auch nicht so schlimm. Du bist bei dir, du bist nicht allein. Wenn du willst, versuch das mal. Einfach auch mal hier lockern, hier die Anspannung rausnehmen. Okay, es auch mal aus dem Körper geben. Aber drin bleiben, im Gefühl, in dem Gedanken, der dich dazu geführt hat, genau hierher zu kommen und mal damit zu sitzen. Wie ist es jetzt nach ein paar Minuten? Bist sicher, ist alles in Ordnung? Steht gerade kein Säbelzahntiger vor dir? Alles gut. Du musst keine Angst haben, nicht vor dir, nicht vor deinen Gefühlen, nicht vor deinen Gedanken und Erinnerungen. Guck mal, ob es gerade sich gut anfühlt. Mach nur das, was sich gut anfühlt in dem Moment. Wenn du dich so ein bisschen selber in den Arm nimmst, um zu zeigen, ich bin da, ist alles gut. Ich habe mich, das ist gut genug. Ich kann mich halten, ich kann mich in dieser Situation mit diesen Gefühlen gerade halten. Ich kann damit sitzen, ich kann mir Halt geben. Das kann ganz unterschiedlich für dich aussehen, so. Das mag ich ganz gerne. Du kannst auch ein bisschen schaukeln und wiegen. Das machen wir nicht umsonst mit unseren Babys. Das ist nämlich schön beruhigend. Kann sich auch, was ich auch immer schön finde, ist sich so selbst ein bisschen zu streicheln, in Kontakt mit sich zu sein, bei sich zu bleiben, nicht in den Freeze zu gehen. Hier zu sein, bei dir, bei deinem Körper. Einfach mit den Gedanken, mit den Gefühlen zu sein, die jetzt auszuhalten. Nicht wegdrücken. Nicht an was anderes denken, nicht ablenken, hier sein. Mit den Gefühlen, mit den Gedanken. Und dann kannst du mal gucken, gerade die Gefühle, wo sitzen die? Sitzen die hier in der Kehle? Sitzen die im Herzbereich? Sitzen die im Bauch? Wo sind die gerade?
Und wie fühlt sich das körperlich an? Ist es eng? Ist es schwer? Ist es dunkel oder ist es hell? Ist es drückend? Ist es schwer? Einfach mal nur, wie fühlt sich das körperlich eigentlich gerade für mich an? Und kannst du das aushalten? Ja, du kannst. Wir haben immer viel mehr Angst davor. Und tatsächlich ist es gar nicht so schlimm. Es ist unangenehm, ja. Aber wir können damit sitzen. Wir können das aushalten. Wir müssen das nicht wegdrücken. Mit jedem Mal, wo wir es wegdrücken, kommt es einfach nur an einer anderen Stelle wieder hoch. In ungünstigen Momenten. Es bricht aus uns heraus, indem wir laut werden, indem wir weinen, indem wir negative Verhaltensweisen an den Tag legen. Es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Es muss nicht sein. Wir können damit sitzen. Du kannst damit sitzen. Du kannst das aushalten. So schlimm ist es nicht. Und spür mal, wenn du das gerade hast in deinem Körper aufkommen lassen und dem mal Aufmerksamkeit hast schenken lassen. Wird irgendwann besser, ne? Bleibt gar nicht so schlimm. Wird ein bisschen leichter. Wird ein bisschen angenehmer. Guck, was du brauchst. Guck, was sich für dich gut anfühlt. Ist es tiefes Atmen? Ist es das Festhalten? Ist es das Lockern, weil du extrem verspannt bist? Ist es das hier mal körperlich das Gefühl spüren? Was ist es für dich, was es dir angenehmer macht, damit zu sitzen, das auszuhalten? Du kannst das. Du bist nicht allein, du hast dich. Du gibst dir Sicherheit. Damit sitzen, mit dem unangenehmen Gefühl, mit den echt scheiß Gedanken. Einfach mal damit sitzen. Ein paar Minuten, solange das Video hier geht, du hast es gleich geschafft. Danach kannst du dich von mir aus wieder ablenken. Vielleicht möchtest du dir aber auch was Gutes tun. Vielleicht möchtest du mal in dich reinhören, was brauche ich gerade? Ein Gespräch, ein Spaziergang, gute Musik, was zu trinken, eine Umarmung von einem Menschen, den ich vertraue. Was ist es gerade? Was wird dir gerade helfen? Vielleicht kannst du dir das gerade holen. Und wenn nicht, du kannst dir das selbst geben. Du kannst dich selbst umarmen. Du kannst dich selber gut um dich kümmern. Okay. Du kannst hier unten in den Kommentaren schreiben, wie du dich fühlst. Auch wenn du dich scheiße fühlst. Auch wenn du richtig kacke Gedanken hast. Teil das. Zeig anderen, dass sie nicht alleine sind mit ihrer Negativität. Haben wir alle. Und das mache ich gerade öfter. Mit meinen negativen Gedanken, mit meinen Selbstvorwürfen, mit meinen negativen Gefühlen einfach sitzen. Das einfach mal durch meinen Körper fließen zu lassen, ein paar Minuten lang. Und dann weiterzumachen. Und es fühlt sich leichter an, oder? Fühlt sich gar nicht mehr so schlimm an wie am Anfang. Sind wir zusammen gerade durchgegangen. Und wenn du willst, dann schreib mir jetzt sehr gerne in den Kommentaren, wie sich das für dich angefühlt hat. Wie der Prozess mal war, damit zu sitzen, das nicht wegzudrücken. Sich nicht abzulenken. Und dann danke ich dir von Herzen, dass du mir dein Vertrauen geschenkt hast und diese Erfahrung mit mir gemeinsam gemacht hast. Bin sehr gespannt auf die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn es dir weitergeholfen hat, gib mir dir gerne einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal, wenn du das noch nicht getan hast und teile meine Videos gerne mit anderen, die sie auch unterstützen. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Komm gerne zu diesem Video zurück, wenn du wieder mal irgendwas ekligen, negativen sitzen möchtest. Ich freue mich drauf. Bis dann.